Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute auf der Güstener Chaussee nahe des Ortsausgangs von Aschersleben. So, bisher kann gesagt werden, dass der grüne Honda aus Richtung Aschersleben in Richtung A36 fuhr. Hinter der leichten Rechtskurve zunächst ins Schleudern und dann auf die Gegenfahrbahn kam und es hier zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Audi A3 gekommen ist. Der Fahrer des Honda wurde durch den Aufprall schwer verletzt, muss jetzt in eine Klinik nach Halle verflogen werden. Die drei anderen Insassen des Audi werden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert und dort erstmal erst versorgt. Die beiden Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden jetzt durch umliegende Abschleppdienste verbracht. Die Unfallstelle wird für circa noch eine Stunde gesperrt sein.